Und jetzt ganz kurz zu meinem Partner Shop for Tesla, denn da bekommst du auf das gesamte Sortiment in deinem Warenkorb, wenn du dann abschicken klickst und dann den Code Ronny verwendest, bekommst du 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Also vielen Dank, falls du es nutzen solltest und danke an alle, die es bereits genutzt haben. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny und heute mal mit einer, ja, ich würde sagen, nicht so gewohnten Umgebung für euch, aber von mir hier aus meinem, ja, Homeoffice, nenne ich es jetzt mal. Und es gibt etwas, was ich heute direkt so aufbauen möchte, dass ich es auch direkt zeigen möchte, denn während der Fahrt das zu besprechen und dann einzublenden, das passt jetzt hier nicht ganz. Ihr habt es am Titel schon gesehen, es geht um natürlich das Tesla Vision Parking. Das heißt, ab sofort werden Fahrzeuge, die ohne Ultraschallsensoren ausgeliefert worden, mit der 2023-6-9 bespielt. Diese Firmware, die ist dafür da, dass man jetzt dann, ich sag mal, beim Parken eine visuelle Darstellung hat. So, wie gut das Ganze funktioniert oder wie schlecht, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Tesla, der Europe-Account, ich werde euch das mal hier eben einblenden, und zwar genau hier, hat bekannt gegeben, das war gestern Abend, dass jetzt ab sofort auch das in Europa ausgerollt wird. Und ich bin, muss ganz ehrlich sagen, noch gespannt. Der einzige Unterschied, der von dem anderen Bild aus von Green the Only war, da war das hier noch in Inch angezeigt. Jetzt haben wir hier 100 cm angezeigt. Und wir werden uns gleich auch noch was anschauen, wie gut das Ganze funktioniert. Denn es gibt da jemanden, der hat auch ebenfalls auf Twitter ein Tweet gepostet mit einem Video, wo er dann eine gewisse, ja, ich sag jetzt mal, Entfernung mit darstellt. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und ich würde euch zum Beispiel schon mal bitten, wenn ihr denn jetzt schon das Update habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gut es funktioniert oder wie schlecht es funktioniert. Ruhig alles einfach mal posten. Wir sollten uns aber allen im Klaren sein, wenn Tesla sowas rausbringt, dann ist es immer eine gewisse, ich sage jetzt mal, einen gewissen Status. Den Status fertig wird das nicht verdient haben, definitiv nicht. Also ich gehe davon ganz stark aus, dass das ein Status ist mit Entwicklung oder in Entwicklung, also dass das immer noch ein bisschen läuft. Ich weiß jetzt nicht genau, was man da, ja, ich sage jetzt mal, wie das sich nennt, ne? Also das wird man dann wahrscheinlich in den offiziellen Release-Notes lesen können, aber da bin ich mal gespannt. Also fertig wird das wahrscheinlich nicht sein. Das ist genauso wie die Geschwindigkeitsanzeige in Deutschland oder generell in Europa. Das wird dann nicht fertig sein. So, schauen wir uns aber mal das andere eben an. Sekunde, ich bereite das mal eben vor. So, ich habe jetzt mal das Video von Kevin aufgerufen auf Twitter. Ich werde euch das Ganze alles natürlich auch unten noch verlinken. Man sieht, dass er den Wagen mit 18 Inch abstellt in dem Parkmodus. Dann steigt er aus in dem Video und hat natürlich ein Bandmaß zur Hand. Und jetzt misst er natürlich genau den Abstand, den der Tesla ihm angegeben hat. Tesla hat natürlich gesagt, du hast noch 18 Inch Platz bis zum, ja, bis wahrscheinlich du irgendwo drauf fährst. Und jetzt misst er das hier ab und es sind tatsächlich 18 Inch. Ein bisschen mehr als 18 Inch, aber ihr seht schon, da wo das Maßband aufhört, sind es genau 18 Inch. Und das ist schon ziemlich akkurat. Also das sagt er auch. Ich werde euch natürlich auch das alles unten verlinken. Und wie das Ganze natürlich funktioniert, ich habe es damals schon mehrfach erklärt. Es funktioniert ganz klar so, dass der Wagen ja sich auf diese Stelle hinbewegt und dadurch natürlich weiß, was darunter oder generell weiß, wo welche Hindernisse sind. Natürlich muss man der Kamera in der Software natürlich sagen, was ist ein Hindernis, wie erkennst du das? Und das wird wahrscheinlich Tesla hier dementsprechend getan haben. Right here looks to be about 18 inches. Let's park right here. Let's get out and do a measurement. So, you have some measuring tape here. And let's see. So in this case, that's 18 inches out. That does appear to be pretty accurate, actually, surprisingly accurate.
So if the car was detecting this curb right here, it's actually just a little bit further than 18 inches, which is really good. Pretty impressive so far. Ja, das auf jeden Fall zu diesen Informationen zum Tesla Vision Parking und deswegen auch heute mal hier von zu Hause aus, weil da kann ich das am besten zeigen und während der Fahrt das Ganze zu erklären, wie ich das meine, wie ich das sehe, ist natürlich etwas schwieriger. Wie gesagt, ihr findet beide Links unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch das Ganze da selbst nochmal anschauen könnt. Es gibt natürlich noch andere Videos, wo es nicht so gut funktioniert, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass viele Sachen davon jetzt auch, ich sag mal, nicht immer so 100% korrekt sind. Und naja, ich kann mir da gut vorstellen, dass man sich da auch Scherze erlaubt, wie zum Beispiel macht extra die Kamera dreckig, dass die natürlich gar nichts sieht. Und ja, gut, das kann dir auch passieren, wenn deine Sensoren, wie gesagt, ausfallen oder wenn du deine Sensoren voll mit Schnee oder Dreck hast, dann sehen die nämlich auch nichts mehr. Alles schon gesehen, also gerade wo ich mit dem Tesla von mir im Schnee unterwegs war und vorne der Schnee sich komplett auf der Haube oder an der Schürze vorne an der Stoßstange, sag ich mal, gehaftet hat, dann haben die Sensoren natürlich auch schlapp gemacht, ne? Weil dann ist nichts mehr mit Sensorik. Und ja, bei der Kamera vorne wischst du einmal mit dem Scheibenwischer drüber und dann ist das Ganze wieder frei. Also hier, wie gesagt, muss ich ganz klar sagen, ich halte da immer noch vollkommen dran fest, dass das dementsprechend gut funktionieren wird. Und wenn du natürlich rückwärts einparkst, auch hier, klar, die Kamera verträgt. Wenn du eine längere Strecke fährst, verträgt die sehr schnell. Meine natürlich auch. Meine ist auch nicht irgendeine Wundercam hinten. Die wird natürlich auch dreckig. Aber wie gesagt, wenn ich rückwärts einparke, die Kamera sieht immer etwas und ich gehe davon aus, dass das dann durch Software relativ gut funktioniert. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr dort auch schon das Update habt und ob ihr da ein Fahrzeug ohne Ultraschallsensoren habt, denn das betrifft aktuell nur die Ultraschallsensoren. Tesla hat auch bekannt gegeben, ich hatte das letztens irgendwo gelesen, dass man derzeit nicht plane, die Fahrzeuge mit Ultraschallsensoren durch Tesla Vision zu ersetzen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann passieren wird, aber wenn sie es erstmal sagen, dass es nicht passieren wird, dann wird das nicht so schnell passieren. Aber dass es irgendwann in Zukunft passieren wird, das sollte uns allen klar sein, denn ein nicht verbautes Teil ist das beste Teil. Ja, so wie Elon das immer schön sagt. Ja, das soll es von mir gewesen sein, hier diesmal von zu Hause. Und jetzt bleibt mir nur wieder eins zu sagen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Und ja, wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du hier keins der nächsten Videos rund um Tesla verpassen wirst. Und dann bleibt mir nur eins zu sagen. Euer Ronny ist raus. Cheers.